Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung ins Programmieren. Wir sind jetzt hier bei der 8. Lektion und hier wird schon ein Programmablaufplan dargestellt. Das heißt, wenn man programmiert, kann man das Computerprogramm auch mit Hilfe von sogenannten Ablaufplänen darstellen. Ich möchte das hier kurz nur zeigen. Also hier ist zum Beispiel der Start des Programms dargestellt, hier Stopp, das Ende des Programms. Das Ganze findet man hier auch unter Wikipedia natürlich, dort habe ich das entnommen, diese Abbildung. Und man startet, indem man einer Variable einen bestimmten Wert zuweist. Das kennst du sicherlich schon aus dem Mathematikunterricht. Und dann würde das hier dann bedeuten, es geht weiter, dass hier der Wert der Variablen am Bildschirm ausgegeben werden soll oder auf der Website oder wo auch immer. Und dann stellt sich die Frage, wenn id einen Wert von 39 hat und wenn das der Fall ist, also ja, dann wird der Wert von 61 zugewiesen. Und dann geht das dann wieder weiter, das Programm. Es läuft dann weiter, wenn es nicht 39 der Fall ist, es wäre ein Nein, dann soll noch eins dazugezählt werden. Wenn das zum Beispiel einen Wert von 20 hätte, wären es dann 21. Das Ganze läuft so lange ab, solange i, der Wert für i, kleiner gleich 100 ist. Das nennt man dann beim Programmieren eine sogenannte Schleife und das wäre eine Schleifenabbruchbedingung. Das heißt, man kann den Computer dazu bringen, Dinge so lange zu wiederholen, solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und wenn eben dann i nicht mehr kleiner gleich 100 ist, das heißt dann 101 zum Beispiel wäre, dann würde man nicht mehr die Schleife weiter vollziehen, dann wäre man hier bei Nein und dann wäre das ganze Programm beendet. Man sieht, du siehst also, dass man hier mit solchen einfachen Anweisungen, grafischen Anweisungen, hier einen Algorithmus sehr schön darstellen kann. Und dadurch fällt es dann auch natürlich recht leicht, wenn man so etwas vor sich hat, dann auch ein Programm besser verstehen zu können. Und deswegen ist es auch in der Regel wichtig, zumindest bei größeren Programmen, solche Programmablaufpläne dann auch zu erstellen, damit auch andere Leute, oder wenn schon länger zurück ist, man sich auch selber dann erinnern kann, was man hier dann auch programmiert hat.